Hallo, Herr Mittring. Hallo, schön, Sie mal wieder zu sehen. Was haben Sie denn da für Gold um den Hals? Das eine ist das Ergebnis der Weltmeisterschaft im Kopfrechnen in London. Und das andere ist die Goldmedaille bezüglich des Blitzrechnens. Ein neu eingeführtes Turnier sozusagen. Beides auch in London. Ah, okay. Das heißt, Sie sind wieder mal Weltmeister im Kopfrechnen geworden? Ja, darüber freue ich mich riesig. Das hat geklappt. War es schwierig diesmal? War die Konkurrenz stark? Ich fand schon. Also ich hatte gut zu kämpfen, aber ich bin froh, dass es gereicht hat. Das sind wahrscheinlich das, was wir unter Kopfrechnen verstehen, machen Sie da ja nicht. Ne? Dieses 1 plus 3 zum Beispiel. Hat Frau Merkel richtig, war richtig. Ne? Sie war fantastisch dabei. Ja, da denken Sie gar nicht mehr drüber nach. Eigentlich nicht, nee. Nein. Also 16 mal 16. 2, 5, 6. Ja. Weil Sie es auswendig gelernt haben oder weil es einfach schon auch logisch klar wird? Also mit der Erfahrung ist es so, dass sich jetzt dann so Ergebnisse sozusagen mit der Zeit, ich habe es nicht richtig auswendig gelernt, aber es ist ein bisschen Erfahrung und dadurch ist es vertrauter und es fällt einem schneller ein. Also ich sage jetzt mal 35 mal 53. 1855. Ja, das ist schnell, oder? Und das stimmt, ich kann es ja gar nicht mehr, Sie könnten mir ja irgendwas erzählen. Ich kann es ja gar nicht nachrufen. Aber wahrscheinlich sind das sogar noch einfache Aufgaben. Das kann ja wahrscheinlich bei der WM jeder, oder? Ich schätze, dass das kein Problem bereiten sollte, ja. Denke ich schon. Sie haben jetzt ein neues Buch verfasst, das heißt Von Pi nach Pisa, die mit Zahlen die ganze Welt verstehen. Das ist dieses hier. Auch Ihre Bücher davor waren ja schon sehr interessant. Wenn man ein bisschen Probleme mit Mathematik hat, kann man da viele Sachen daraus lernen, oder? Es soll verspielt sein, es soll Spaß machen und man hat also in kurzer Zeit einen Zugang und es ist voraussetzungsfrei. Also man muss nur die Grundrechenarten kennen und dann kann man einfach loslegen direkt. Ja. Wollen wir mal an die Tafel gehen? Sie haben sich wieder was ausgedacht, was Sie uns erklären möchten. Ja, so. Sehr gerne. Da schauen wir mal. Was haben Sie vor? Also diesmal geht es um sogenannte Binärziffern, also Zweiersystem und auf der linken Seite der Tafel befinden sich also typische Binärzahlen. Das ist eine Zahl, die immer aus Nullen und Einsen besteht, genau. Worauf und sozusagen der Computerrechner aufgebaut ist. Genau, das ist der Punkt. Also im Prinzip jede Information lässt sich im Prinzip bis auf Binärzahlen reduzieren. Und somit ist das die kleinste Informationseinheit, ja oder nein. Ja. Und ja oder nein, statt der 2 hat man dann die Darstellung schon 1,0, weil die 2 als Ziffer nicht existiert. Und so habe ich versucht, die ersten 10 Zahlen von 0 bis 9 zuzuordnen, indem ich sage, hier rechts ist die Folge der Zahlen von 0 bis 9, Dezimalzahlen, und links die entsprechende Binärzahl dafür. Also, okay. Vielleicht kann also ich Ihnen gerne auch eine mehrstellige Binärzahl sagen. Ich versuche ganz schnell. Sagen wir mal 2800. Das ist die Dezimalzahl. So ist so. Das. Und dann haben wir Sie sagen mir jetzt, wie die als Binärzahl heißt. Also genau, das heißt erstmal, ich versuche das aufzuteilen. Das sind schon 10 mal 256, jetzt bleiben noch 240 übrig im Grunde genommen. Dann habe ich noch 128, bleiben noch 112. 64 bleiben noch 48. Und damit müsste ich es eigentlich haben. Das heißt, wir haben hier in dem Fall eine zwölfstellige Binärzahl. Und im Grunde genommen kann man sagen, das ist das gleiche wie 16 mal 175. Insofern brauche ich eigentlich nur die 175 darzustellen. Was ist viel einfacher im Grunde genommen. Ja. Und womit habe ich das? Ich wollte es nicht sagen, Das ist 175. Ja. Und das mal 16 ergibt dann das hier. So hat man dann schnell die Binärziffer, Darstellung von 2800. Okay, man lässt dann die letzten Nullen weg, weil die eh nichts mehr bringen. Weil ich einfach durch 16 geteilt habe. Dann ist es leicht, mit 175 zu rechnen. Sag ich doch. Genau, genau. Ja. Genau, genau. Ja. So, das ist beeindruckend, wie Sie das machen. Bitte, Geburtstag? Wer hat Geburtstag? Sie können Geburtstag errechnen. Das ist super einfach. Und zwar habe ich mir Folgendes gedacht. Ich wollte für irgendjemanden aus dem Publikum ein Präsent anbieten. Und zwar die betreffende Person, die als letzte im Raum hier Geburtstag hatte. Und jetzt ist die Frage, um welchen Person handelt es sich? Also heute haben wir den 2. November und die Frage ist, hat wer hat heute Geburtstag? Nein. Ist das nicht der Fall? Gestern vielleicht jemand? Gestern? Hat jemand gestern Geburtstag? Hat jemand vorgestern Geburtstag? Jemand vorgestern wir Geburtstag. Kommen bestimmt auf einen. Sie müssen nicht rechnen. Den 3. November gerade quasi. Bitte? Wir sind schon nach 0 Uhr. Dann würde ich den 3. November sehen. Ja, hat jemand am 3. November Geburtstag? Hat jemand am 2. November Geburtstag? Hat überhaupt jemand Geburtstag?
Also im Oktober vielleicht jemand. Am 1. November Geburtstag. Ich schreibe das mal rüber. Es hat keiner Geburtstag. Das ist unglaublich, kann ich gar nicht verstehen. Gehen wir den Oktober durch. 31. 30. 29. Da ist jemand. 30. Wo? Bitte nach vorne kommen. Ja, kommen Sie mal nach vorne. 30. Oktober. Ja, ja. Bitte. Ah, Sie, okay. Habe ich übersehen. Hallo. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Sie sind die? Petra. Sie hatten wann Geburtstag? Am 30. Am 30. Petra? Petra, für Petra. Dann darf ich... Ich habe ja ein Präsent für Sie. Ich bin mal gespannt, Präsent, ob Sie sich darüber freuen. Also, schreibe erst mal für Petra an. Ja, für Petra. Das ist der erste Teil. Genau, das ist der erste Teil. Okay. So, und jetzt ist Geburtstag der 30. Oktober. Habe ich das richtig verstanden? Ja. Gut, jetzt würde ich mich freuen über das Jahr, damit ich das jetzt... Das hängt mit dem Präsent zusammen. Ich wollte nämlich die Anzahl der Sekunden ausrechnen, die Sie schon gelebt haben. Also 30... das 1975, habe ich das richtig gehört? Ja, ja. Das ist okay, 1975. Ja, das können Sie jetzt ausrechnen. Das versuche ich jetzt. Also im Prinzip ist, sage ich mal, ich darf mal voranschicken im Grunde genommen, dass das sich hier um Donnerstag handelt. Das ist nur so am Rande. Aber ich gucke mal, wussten Sie das? Okay, ja. Okay, und jetzt ist es so, ich versuche mal den Rechenweg kurz zu erklären, damit alle mitkommen können. Wir haben also anscheinend 40 mal 365, das ist die Anzahl der Tage sozusagen. Ja. Und dann haben wir aber noch 10 Schalttage gehabt und es sind noch 3, also bis zum 3. November haben wir dann genau noch weitere 4 Tage noch dazu. Vom 30. Oktober bis zum 3. November sind nochmal 4 Tage. So, das heißt, die müssen wir nochmal addieren. Und jetzt haben wir folgende Situation, 146.014 ist die Anzahl der Tage dann. Richtig lustig, das sieht so, jetzt möchte ich aber nicht die Tage angeben, sondern ich möchte jetzt zu den Stunden kommen. Dafür muss ich diese Zahl mit 24 dann multiplizieren sozusagen. Das versuchen wir jetzt hier genau genommen. Das heißt, wir haben dann hier dann 36, dann haben wir hier noch eine schöne, wunderbare 3, dann haben wir hier 0, 7 und 11. Und jetzt müssen wir dazu noch die Sekunden notieren. Im Grunde genommen, das ist jetzt eigentlich auch nicht so überdramatisch. Das Nein. heißt, wir haben dann 350.736. So, das heißt, wir haben dann hier eine 2 Nuller erstmal am Ende. Das sind 2 Nullen im Grunde genommen, sehen ein bisschen Halloween-mäßig aus. Dann haben wir hier die 12, dann haben wir hier 4, 6, 2. So, das ist jetzt die Anzahl der Sekunden im Prinzip. Können Sie die Zahlen mal vorlesen? Sind. Das ist 1 Milliarde und 262.649.600 Sekunden. Jetzt ist die Frage, um wie viel Uhr wurden Sie denn geboren? Oh, 3:15 morgens. 3:15 morgens, das ist überhaupt kein Problem. Wir haben 0 Uhr und, also 3:15 Uhr. Ja. Wir haben wahrscheinlich 0 Uhr und 5 Minuten, denke ich mal. Ja, könnte das ungefähr hinkommen. Das heißt, wir haben dann noch auf die Uhr, Sommerzeit, weil damals, glaube ich, auch nicht. Donnerstag war ja schon nach dem Wochenende, wo die Umstellung dann war. Ich glaube, das heißt, wir haben dann noch 3 Stunden und 10 Minuten Unterschied. Diese machen 11.400 Sekunden aus. Die muss ich natürlich nur abziehen. 11.400 Sekunden, die ich nur abziehen darf. Und dann darf ich sagen, das ist das Alter in Sekunden, ziemlich genau auf die Minute. Und dann darf ich hier noch ein Autogramm mitgeben. Ja. Und mit dem heutigen Datum, dem 3.11.2015. Und das gilt Ihnen. Das ist toll, oder? Hat viel Spaß damit noch. Alles Gute. Ja, bitteschön. Also, es stimmt sogar. Wir haben es nachgerechnet. Ja. Es ist sehr, 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 sehr beeindruckend. Wenn Sie das auch so können möchten wie Herr Mittring, dann kann ich Ihnen dieses Buch hier empfehlen. Von Pi nach Pisa mit Zahlen die ganze Welt verstehen. Ja, vielen Dank, dass Sie wieder da waren. Hat mich sehr gefreut. Herr Dr. Mittring.